Hi, ich bin der Manuel, ich bin hier bei der PCGH unter anderem für die SSD zuständig. Und ja, da gibt es eine Reihe an verschiedenen Modellen, was es da mit diesem Wust an unterschiedlichen Formfaktoren, Formen auf sich hat, welche SSD geeignet ist. Darum geht es jetzt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst mal kann man die beiden, es gibt das SSD als, sieht aus wie eine Mini-Grafikkarte, also das ist die einfache Add-in-Karte für den PCI-Slot, ist heutzutage nicht mehr so gebräuchlich, weil die Mainboards mittlerweile andere Anschlüsse haben. Das gute alte 2,5 Zoll Format, die SATA SSDs, die sieht man immer noch am häufigsten. Was jetzt neu sind, zeigt mal die hier, das kleine M2-Format. Das ist eine PCI Express SSD. Das sind die häufigsten, die beiden, sage ich mal, die man heutzutage findet, braucht, die am kompatibelsten sind. Alles andere ist eher exotisch, deswegen gehe ich darauf jetzt auch am meisten ein. Grundsätzlich muss man unterscheiden erst einmal, unabhängig von den Äußerlichkeiten, von den Anschlüssen zwischen einer SATA-SSD und einer PCI-Express-SSD. Ganz einfach deswegen, nicht nur, weil die PCI-Express, viele wissen es schon, sind viel schneller, ganz einfach, als die SATA-SSDs. Zwar nicht so schnell, wie das Datenblatt uns glauben mag, lassen mag, dazu kommen wir noch später. Aber ja, immerhin ein bisschen teurer, aber auch ein bisschen schneller dafür. Es ist einfach so, die gute alte SATA SSDs ist einfach immer noch das Praktischste. Man schließt hier einmal Datenkabel, einmal Stromkabel an. Die gibt es aber ebenso im M2-Format. Das heißt, eine SATA SSD, die 860, das ist jetzt die neue QVO. Bekannter ist die bereits erhältliche EVO von Samsung. Das ist so, dass einer der Mainstream-Modelle ist recht beliebt. Genauso wie zum Beispiel die Crucial BX ist eher die günstigere Reihe. Es gibt noch, ich habe sie hier als Schachtel, die MX500. Das ist so das Gegenstück zu einer Samsung 860 EVO. Genau. So, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, die gibt es auch im M2-Format. Aufpassen. Das heißt, euer Mainboard hat natürlich beide Anschlüsse, SATA-Konnektoren und M2. Heutzutage ist es so, ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen, weil das wird zu Mainboard-spezifisch, haben sie sogenannte Kombi-Ports. Das heißt, der bietet PCI-Express-Lanes und SATA-Lanes. In der Regel kann man beide in den gleichen Anschluss im Mainboard stecken. Bei den PCI-Express-Lanes, das beide sind PCI-Express-SSDs, die gibt es noch so im eher älteren Format der Add-in-Karte, braucht man heutzutage nicht mehr, da verschwendet man nicht mehr einen ganzen Slot dafür. Mittlerweile haben alle Mainboards, fast alle sage ich mal, ein M2-Port, wo man einfach so eine kleine SSD reinstecken kann. Bevor ich jetzt auf einzelne Modelle eingehen, welche für was geeignet ist, will ich ein paar Begrifflichkeiten klären und ein paar technische Unterschiede. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber damit man so ein bisschen die Relevanz von den verbauten Bauteilen geht. Der Controller, sage ich mal, der ist maßgeblich für die Leistung. Da braucht man sich keine extra Modelle merken. Meistens sind es herstellerspezifische. Samsung zum Beispiel baut immer ihre eigenen. Auf den neuen, das ist jetzt die 69, die gibt es mittlerweile auch auf 79, sind die MJX-Controller verbaut. Wichtig sind unter anderem auch die Flash-Speicher, also das sind die großen Pakete hier, die da hinten drauf sitzen. Die gibt es in unterschiedlichen Speicherdichten und das sagt auch was über die Qualität aus. Das zeige ich euch jetzt hier am Screen. Es gibt insgesamt vier verschiedene Speicherdichten, angefangen mit Single-Level-Cell, also 1-Bit pro Zelle, Multilevel heißt 2-Bit pro Zelle, TLC 3-Bit und jetzt neu seit diesem Herbst auch QLC mit 4-Bit.
es verdoppelt sich in jeder Stufe einfach immer die Speicherdichte. Dadurch, eine SSD, so ein Flash, ist nicht unendlich haltbar, verringern sich aber die Schreibzyklen. Bis TLC, sage ich mal, bis jetzt war das eigentlich für den Verbraucher zumindest kein Thema. Also ich weiß, da wird immer ein bisschen Panik geschoben. Ja, oh Gott, wenn ich da zu viel schreibe. Aber in der Praxis, in der Anwenderpraxis, sage ich mal, nicht unbedingt Datacenter-Praxis, darüber reden wir jetzt nicht, braucht man sich darüber keine Gedanken machen. SLC ist mittlerweile ausgestorben, die Speicherdichte. Also mittlerweile MLC gibt es noch in wenigen Oberklasse, wo es wirklich auf die Haltbarkeit ankommt und nicht mehr auf den Preis, wie zum Beispiel die Pro-Serie von Samsung, die hat noch MLC-Speicher. Der ganz normale Mainstream von Crucial oder auch von Samsung, die Evo-SSDs von Samsung haben alle TLC-Speicher. Und jetzt neu QLC, die bieten einfach, das ist hier die neue Samsung, von auf der EVO folgt die QVO. Die hat jetzt eine viel höhere Speicherdichte, was jetzt für den Verbraucher eigentlich egal ist. Was aber nicht egal ist, ist zum einen, dadurch wird sie billiger. Es ist billiger, höhere Kapazitäten herzustellen. Aber dadurch wird sie auch in der Theorie, betone ich ganz stark, in der Theorie weniger haltbar. Praktisch ist es so, bei den QLC-Flash-Speichern, da braucht man noch ein bisschen Erfahrung, deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch, QLC wirklich groß zu empfehlen. Nicht unbedingt als Systemlaufwerk, aber ja, jetzt wo Flash-Speicher allgemein immer billiger wird, eignet sich sowas durchaus als Zweitlaufwerk, als Datengrab, was die gemeine Festplatte ablöst. Aber auf einen oft verwendeten Systemlaufwerk würde ich immer noch TLC-Speicher empfehlen. Was jetzt mit der Haltbarkeit angeht, wir haben hier im Datenblatt, ich habe hier ein Datenblatt von der Samsung SSD 860 Evo. Das ist also eine, die ebenso, genauso aussieht. Eine gemeine SATA SSD. Haben wir verschiedene Daten. Wir finden da zum Beispiel die MTBF, das ist die Mean Time Before Failure, die mittlere Ausfallzeit. 1,5 Millionen Stunden. Diese Daten sind einfach mit Vorsicht zu genießen, weil das heißt nicht, nach 1,5 Millionen Stunden könnt ihr jetzt selber ausrechnen, wie viele Jahre, Tage, was auch immer das ist, dass die SSD dann hin ist. Genauso wenig wie bei den Terabytes written. Das ist auch nicht die Schreibgrenze, die durch den Flash-Speichern bedingt ist. Will ich auch betonen, die liegt in der Praxis weit über. Die Terabytes written ist eine ganz einfache Garantiegrenze. Also das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal von der SSD oder daran, wie schnell die zum Beispiel ausfällt. Also was die Ausfallsicherheit angeht, sprich die Haltbarkeit, hat das kaum Aussagekraft. Wie gesagt, was wichtig ist für den Verbraucher, also ihr merkt euch eigentlich eher nur ja, die Garantiedauer. Natürlich die Hersteller von SSDs, die haben einfach die Schreibgrenze mit eingeführt, damit einfach professionelle Datenzentren nicht Consumer SSD hernehmen und das Ding halt ewig runternudeln. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, in diesen 5 Jahren ja, ist es schon ziemlich schwierig, beispielsweise bei einer 1 TB SSD an 600 Terabyte, geschriebenen Terabytes heranzukommen. Da müsste man schon jeden Tag mehrere Datenspiele installieren, um da ranzukommen. Heißt, lange Rede, langer Sinn. Wir merken, wichtig ist eigentlich nur die Garantiedauer in Jahren und nicht die in der Schreibmenge. Wir kommen zur Leistung, das eigentlich Entscheidende. Bei den SATA SSDs ist es bekannt, die sind an ihrem Leistungszenit schon lange angekommen. Da tut sich leistungsmäßig wenig. Da spielt letztlich nur noch der Preis und die Kapazität die Rolle. Die ja, Unterschiede zwischen den SSDs selber, mal von den technischen abgesehen, wie ich gerade erklärt habe, sind eher so homöopathisch, die Leistungsunterschiede zumindest. Die PCI Express SSDs,
PCI Express 3.0 mit 4 Lanes bietet eine Brutto-Bandbreite von 4 Gigabit, wenn ich mich nicht täusche, Willi. Ja. In der Praxis heißt das, so eine 69 oder 79 Pro, die kommt auf bis zu 3500 MB pro Sekunde. Das vergleichen wir mal in Datenblättern. Die 79 Evo hier zum Beispiel hat ab 500 GB 3400 MB pro Sekunde gelistet. Das ist jetzt bis zu 7-mal schneller als eine SATA SSD. Der Wert ist insofern mit Vorsicht zu genießen, weil das natürlich der marketingträchtige Bis-zu-Wert ist. Also mit großen Unterstrich auf Bis-zu. Wie es eben in der Praxis aussieht, das verrät uns insofern der Hersteller nicht unbedingt. Deswegen braucht es eben gewisse Qualitätsmedien mit eigenen Tests. Ich habe da rein zufällig was vorbereitet, und zwar meinen letzten Vergleichstest der 15 SATA SSDs. Es war im Heft im Sommer, die sind immer noch aktuell, aber wie die Leistung in der Praxis aussieht, dazu haben wir verschiedene Messungen. Ich kann das mal zeigen, zum Beispiel einen ganz normalen Kopiertest. Ich habe hier verschiedene aktuelle SATA SSDs getestet, die Samsung SSD 860 Pro Evo, Crucial MX500, BX500 ist mittlerweile auf dem Markt. Und hier habe ich extra eine 79 Evo, also eine PCI Express SSD, mit in den Praxisvergleich dazu gepackt, damit man auch mal die Praxisunterschiede sieht. Hier in unserem Kopiertest 10 GB, 50.000 Dateien, ein ganz normaler Windows-Ordner mit Programme-Ordner, also alles querbeet, groß und klein. Wie lang der einfach braucht im Kopieren. Die 79 Evo in 500 GB braucht hier noch 45 Sekunden. Die SATA SSDs haben mindestens 64 Sekunden und je nachdem brauchen sie hier auch noch ein bisschen länger. Man sieht hier immer noch unter den SATA SSDs einen großen Unterschied, einen relativ großen Unterschied, beim Kopiertest aber auch nur. Jetzt muss man auch diesen Praxistest etwas relativieren, weil wie oft kopiert man einfach so viele Dateien? So eine SSD, die waren damals im Vergleich zur Festplatte ein riesengroßer Geschwindigkeitsschub, was Windows-Start und Programmstart angeht. Und dadurch hat sich der Vergleich mit den alten Festplatten umso flüssiger angefühlt. Der Vergleich zwischen den SSDs, PCI Express und SATA ist an sich nicht mehr spürbar. Den messen wir hier in verschiedenen Ladezeiten. Zum Beispiel habe ich hier den Spielstart von Battlefield 3. Hier habe ich auch wieder die 79 Evo und alle anderen SATA SSDs. Die langsamste habe ich immer als Basis eingestellt und man sieht hier Unterschied fast null, also es sind wirklich nur einzelne Sekunden, die der Unterschied sind, von unter den SATA SSDs bis 2%, 3% hin zu einer PCI Express SSD. Es ist bei anderen Anwendungen ähnlich, also einer Stapelverarbeitung mit Photoshop. Die PCI Express immer zwar vorne, aber wirklich nur minimalst, also 6%, 3%, 4%. Von Office ganz zu schweigen, überspringe ich. Spielstart, WoW, eigentlich das gleiche Fazit. Und eben auch bei einer Skalierung von 2500 Bildern. Die Unterschiede sind da einfach wirklich minimal. Okay, mag man sich jetzt fragen, wofür zahlt man jetzt eigentlich den Aufpreis für PCI Express, wenn doch eigentlich der Unterschied vernachlässigbar ist. Die PCI Express SSDs, ein paar Unterschiede gibt es dann dennoch, eben für manche Szenarien und Anwendungsfälle lohnt sich es doch. Ganz einfach, wenn man einen High-End-PC hat, beispielsweise viele Videos rendert und einfach deswegen auch eine SSD braucht, die zum Beispiel schnell schreibt. Ich habe hier auch auf unserer Webseite den aktuellen NVMe-Test mit den beiden aktuellen Top-Modellen, einfach Samsung S79 Evo und Pro, haben einfach im Test wieder mal ein Stückchen besser abgeschnitten.
als alle anderen, bis auf die Intel Optane. Die habe ich jetzt nicht hier. Das ist so eine Slot-In-Karte, ist aber Preis-Leistungs-Verhältnis jenseits gut und böse. Die kann ich ja schon fast nicht mehr zu den Consumer-SSDs zählen. Den Unterschied sieht man hier wieder im Kopiertest. 10 GB, da schlägt die Intel Optane um 27 Sekunden mit 37 Sekunden einen 79 Pro. Die beiden Samsung Consumer Topmodelle, aber die ist Intel Optane ist zwar ein haltbarer Speicher, ist aber fast doppelt so teuer als, sage ich mal, die günstigste 79 Pro. Von daher ist sie ein bisschen ausgeklammert und ja, wenn man die beste PCI Express SSD empfehlen müsste, müsste man trotzdem fairerweise die Samsung sagen, einfach wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sehen hier auch unter dem PCI Express SSD gibt es einige eher langsame Modelle. Das liegt daran, weil es auch da eine Nische gibt, die mittlerweile ja, das kleine Eck zwischen SATA SSDs und PCI Express SSDs füllt. Das sind die mit nur 2 statt 4 PCI Express Lanes. Die können also maximal nur bruttomäßig 2000 MB pro Sekunde, sind entsprechend ja, theoretisch langsamer, aber in der Praxis tut sich da auch nicht unbedingt viel, wenn man die, sage ich mal, als ja, genauso wie eine SATA SSD verwendet. Ist dementsprechend auch preislich günstiger. Also sie liegt nicht nur in der Leistung zwischen SATA und High-End PCI Express, sondern eben auch preislich. Also von daher ist sie auch eine Alternative und man muss da einfach mal eben die Preise checken. Jetzt wisst ihr die technischen Unterschiede. Vielleicht sogar, ob ihr eine gewöhnliche SATA SSD haben wollt oder sogar eine PCI Express SSD für euren Oberklasse High-End PC. Was macht man jetzt? Einfach mal die Preise checken. Ihr geht hier auf Preisvergleich bei PC Games Hardware. Da haben wir den Geizhals Preisvergleich eingebunden. Geht hier auf Festplatten SSD. Wenn ihr jetzt eine M2 PCI Express Karte kaufen wollt, klickt ihr hier schon mal auf den Filter. Machen wir mal eine ordentliche Kapazität, also ich sag mal schon gut ab, ja, sagen wir 480 GB sollte es schon sein. Nach Beliebtheit kriegen wir die jetzt erstmal sortiert, da sind die Samsungs einfach noch ganz vorne, dicht gefolgt von den neuen Crucial P1 SSDs, die aber mit neuem QLC-Flash ankommt. Also ich finde, der QLC muss ich noch ein bisschen beweisen. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt schon so empfehlen würde. Zu TLC-SSDs wie der 79 Evo, aber auch, wo habe ich sie, eine WD Black PCI Express oder auch Crucial MP500 ist das alte, 501, 510 heißt, glaube ich, das aktuelle Modell. Sind nicht unbedingt schlechter, also sprich eigentlich genauso gut. Es kommt letztlich auch nur auf den Preis an. Deswegen filtern wir das Ganze mal bei der Kapazität nach Festpreis. Man sieht hier erstmal die langsameren 2-Lanes-SSDs. Die sind wirklich auch günstiger. Jetzt stelle ich doch mal die 4-Lanes ein. Eine neue HP. Die kenne ich jetzt noch gar nicht, ist aber auch noch nicht lieferbar. Crucial mit QLC ist relativ günstig, unter 100 Euro, 86 für eine PCI Express SSD. Intel 660p hat auch QLC Flash, die ist vergleichbar mit der P1. Habe ich auch im Heft miteinander verglichen. Preislich kommen die... Ja, hier kommt die erste Samsung, also das erste Oberklasse-Modell, sage ich mal. Die liegt schon deutlich über 100 Euro, also das ist noch ein kleiner Unterschied. Die Intel 760p, das ist eigentlich so der direkte Konkurrent zur Samsung 790 Evo, also auch TLC, Flash, direkt miteinander vergleichbar, also je nachdem,
was man, wofür man da steht, was man da mag, muss man einfach ein bisschen selber wissen. Gut, ich hoffe, euch haben meine Ausführungen etwas geholfen. Ihr seid jetzt ein bisschen schlauer und ja, dann mal frohes Shoppen.